Willkommen zurück bei Pokémon der Roten Edition. Wir machen weiter und sind hier stehen geblieben und machen uns auf den Weg zur ersten großen Stadt, in der wir dann auch unseren ersten Orden erlangen können. So, ich muss noch ein bisschen rumspielen. Ihr seht schon, die Haare sind ab. Weihnachten ist so gut wie rum. Also heute ist tatsächlich der erste Weihnachtstag für mich, für euch wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen dem zweiten Weihnachtstag und Neujahr. Dementsprechend wünsche ich euch schon mal vorweg einen guten Rutsch. Ich muss mal genau gucken. Ich denke mal, ich werde das Ganze so organisieren, dass ihr dann im Nachhinein ein Video genau, ich will mal kurz gucken, was ich das mache. So, oder? So ist besser, ja. Ich muss das also organisieren, dass ihr wahrscheinlich genau auf Neujahr oder beziehungsweise auf Silvester ein Video bekommt. Da können wir da nochmal ein bisschen näher auf Silvester eingehen, beziehungsweise ich kann nochmal schön an euch ein schönes neues Jahr wünschen. Ist auch egal, ihr habt Weihnachten hoffentlich gut überstanden, schöne Geschenke bekommen. Ein Geschenk trage ich am Körper, Moment. Cool, oder? Cappy von Glurak, T-Shirt von Glurak, Glurak, Glumanda. Rote Edition, es ist nahezu perfekt. Okay, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir machen uns auf den Weg zur Stadt und haben beim letzten Mal ja den ziemlich gruseligen Wald überstanden, Raupi mitgenommen, Kokuna mitgenommen und direkt der erste Kampf, es geht direkt los. Ein Radfratz, das sollte kein Problem sein. Wir trainieren mal weiter Glumanda. Wie gesagt, wir müssen später auf jeden Fall noch auf ein zweites Pokémon gehen, damit wir nicht so extrem gegen die Wasser-Pokémon schwächeln, aber ich denke mal, das bekommen wir schon irgendwie hin. Der Sound war übrigens im letzten Video zu laut, der Spielsound. Das sollte jetzt ein bisschen besser sein, oder? Ich denke mal schon. Und die Farbe ist, finde ich, besser als vorher. Hört ihr das? Das ist die Melodie, die zeigt, dass wir eine Stadt erreicht haben. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. Die EP. Okay. Hallo? Psst, weißt du, was ich hier mache? Nö. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Schutz ist ein Item, das wir auch selber benutzen können. Das ist wie, ja, keine Ahnung, wie Haarspray eigentlich, kann man sich das vorstellen. Damit sprüht man sich ein und dadurch wird man im hohen Gras nicht mehr von Pokémons angegriffen. Marmoria City, die steingraue Stadt. Wäre jetzt gemein zu sagen, dass im Spiel alles steingrau ist, aber so ist es ja. Hier nach rechts der Weg würde uns weiterführen, aber wir wollen natürlich zuallererst einmal den Orden erlangen. Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Diebe von Fossilien. Warst du schon im Museum? Nein. Wirklich nicht, es ist aber einen Besuch wert. Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Süß, oder? Wie früher so einfach schon so, keine Ahnung, diese typischen Folge mir, ich zeig dir was. Einheiten simuliert wurden. Marmoria City, wissenschaftliches Museum oder Wissenschaftsmuseum. Rein da. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Poké-Dollar. Boah. Ja, bezahlen wir, ne? Sieht man hier Fossilien? Oh. Byrodaktyl, oder? Ein sehr cooles Pokémon. Ich glaube, man kann das sogar hier in dem Spiel bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Das stimmt. Was haben wir hier? Oh, auch sehr cool. Kabutops, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. War das nicht so, dass man sich eins von beiden aussuchen konnte nachher? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Der Wahnsinn. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Das habe ich auch schon mitbekommen, nur da war ich noch flüssig. Auf dem Mondberg gefundenes Metroidengestein.
Mondstein? Fragezeichen. Mondstein ist doch auch irgendein Item für Pokémons, oder? Space Shuttle Columbia. Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Geil. Okay, schön. Ein Museum kann man sich auch mal angucken. Okay, hier kommen wir noch gar nicht weiter, weil wir dafür Zerschneider brauchen, ja? Toll. Hier was? Leider nicht. Okay. So. Als wären irgendwo versteckte Items. In späteren Pokémons gab es ja dann diese Item-Detektoren und sowas. Gibt's hier noch nicht. Gerüchte zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Okay, interessante Geschichte. Marmoria City Pokémon Arena. Arenaleiter Rocco. Auch sehr cool, nur in diesen alten Editionen heißt im Nachhinein Rot, Gelb, Blau. Hat man wirklich Misty und Rocco, die man auch aus dem Anime kennt, als Arena-Gegner. Ne? Eben der ersten Generation. Der steinharte Pokémon-Trainer, wortwörtlich. Okay. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arena-Leitung von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Man könnte jetzt gemein sein und sagen, als erster Arena-Kerl kann der gar nicht so gut sein, aber das wäre gemein. Was haben wir hier? Hallo? Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Das ist wahr, es gibt nämlich Attacken. Haben wir jetzt bei Glut gesehen, Glut erlernt unser guter Glumanda automatisch. Es gibt aber auch Attacken wie zum Beispiel Feuersturm. Es kann gut sein, dass Glumanda, Glutexo, Glurak in ihrer Evolutionsstufe niemals Feuersturm erlernen. Man kann das Item aber kaufen und ihm dann trotzdem beibringen im Nachhinein. Oh. Von Pummeluffs Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Auch Team Rocket kommt hier vor, finde ich. Also ich muss sagen, ich habe jetzt Pokémon Omega Rubin und auch X und Y gespielt. Ich finde diese ganzen neuen Kontrahenten nicht so cool wie Team Rocket. Team Rocket ist einfach der Klassiker. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und so weiter und so fort. Bitteschön. Wenn wir wirklich gegen den Arenaleiter vorgehen, sollten wir nämlich zumindest die Pokémons auf neuestem bzw. vollständigen Stand haben. Sieht so süß aus. Ich find's einfach so geil. Das ist so richtig, wirklich pure Erinnerung, das Spiel für mich. Super. Och, wie süß. Nidoran, sitz! Nidoran! Ja, ich will mein Pokémon auch pflegen und dem Tricks beibringen. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Das ist auch ganz interessant, man kann ja jetzt Pokémon tauschen. Ich könnte jetzt einfach sagen, ja gut, ich nehme einfach jetzt den Pokémon XY von einem anderen Typen, der auch, oder von meiner Pokébank meinetwegen, und cheate mich dann eigentlich damit mit einem starken Pokémon durch das Spiel. Das geht nicht so einfach, weil man eine gewisse Anzahl an Orden haben muss, um im Nachhinein Pokémons kontrollieren zu können. Heißt also, wenn man jetzt den ersten Orden nicht hat hier an der Stelle, kann man Pokémon, die unter Level oder über Level 20 sind oder sowas, nicht kontrollieren. Ne? Ist ganz sinnvoll gemacht. Das kennen wir schon. Okay. Na gut, die Arena. Ich erinnere mich noch düster daran,
dass ich hier irgendwann mal Probleme habe. Ich weiß nicht, bei welchem Durchgang das war, ob das beim ersten Mal war oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. In welchem Pokémon weiß ich auch nicht mehr. Habe ich damals eigentlich immer Glumanda genommen und auch manchmal... Ich glaube, ich habe immer so Glumanda und Shigi... Ich glaube, ich habe alles genommen, oder? Ich habe das Spiel so oft gespielt. Oh yeah. Marmoria City, Pokémon Arena, Leitung, Rocco. Bisherige Sieger, Gary. Nicht schlecht. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Na gut, das war ein toller Tipp. Die Kämpfe nehmen wir alle mit wegen der Erfahrung. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Ich sage ganz bewusst Rocco und nicht Rocco, ich sehe natürlich cooler an. Oh, Entschuldigung. Pfadfinder möchte kämpfen. Dicta, komm nur her. Los, Glumanda! Und dann erstmal hier unsere Kratzer-Attacke. Ich weiß nicht, ob Kratzer oder Glut gegen Dicta. Ja, sah nicht so gut aus. Komm schon. Ja. Ja, wir durften doppelt. Perfekt. Dicta wurde besiegt. 190 Erfahrungspunkte, Level 14. Sandan. Will ich zu Pokémon wechseln? Nein. Sandan, auch ein sehr süßes Pokémon, das ich schon hier in der ersten Generation extrem süß finde vom Bildchen, oder? Sieht so süß aus. Tada. Dürfte Glut eigentlich auch nicht so viel wehtun. Na, es geht. Brennt sogar. Das ist super. Denn jetzt werdet ihr sehen, dass er immer wieder hier, zack, Brandschaden bekommt. Und nochmal Glut. Und damit müsste es sich eigentlich erledigt haben, oder? Na. Nicht Sandwirbel. Komm schon. Machen wir jetzt Kratzer oben drauf. Und das hat sich erledigt. Perfekt. Upi. Mist. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Das ist wahr. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Okay, das war's schon. Ne? Wir haben ihn bei uns, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir für Rocco schon stark genug sind. Wir gehen uns mal lieber ganz schnell nochmal heilen. Eieiei. Problem ist im Nachhinein, dass wir den definitiv nicht mit einzelnen Attacken besiegen können, weil er ja Stein-Pokémon hat. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Schaden einstecken und Schaden einstecken heißt in unserem Falle eigentlich, dass wir ohne Items Schwierigkeiten bekommen werden. Vermute ich mal. Wir schauen mal. Ich muss mal ganz kurz an einer Einstellung rumspielen. Moment. Was ist schöner? So, oder? Es ist zwar pixeliger, aber... Aber schärfer, ne? Ich find's so angenehmer tatsächlich, Leute. Add Space. Ja, ich guck grad mal hier in meinen Einstellungen rum. Das sieht gut aus. Ich find's so angenehmer. Müsst ihr mal sagen, also ich hab lieber so ein paar Pixel... Oder? Ich find's so besser. Müsst ihr mal sagen. Mit oder ohne Filter liegt an euch. So. Wie gesagt, wenn ich so hoch gucke, wie jetzt aktuell, gucke ich auf meine eigene Aufnahme, so gucke ich in die Kamera, so gucke ich aufs Spiel. Es variiert immer ein bisschen, weil ich auch immer einen Blick haben muss, inwieweit ich hier, keine Ahnung, nach Retsch und ihr meinen Kopf nicht mehr seht oder sowas. Sollte nicht passieren, aber man weiß ja nie. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Oh yeah, das wird geil.
Rocco möchte kämpfen. Rocco setzt Kleinstein ein. Los, Glumanda! Das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht gut aus. Okay, das sieht nicht gut aus. Wie schon gesagt. Okay, Glut. Einiger Verteidigung nimmst du, okay. Ja. Super, das war perfekt. Stufenaufstieg, das ist auch nett. Silberblick, ja, kann ich auch drauf verzichten. Onyx. Okay, das wird jetzt krass. Wir wechseln mal. Auf Pikachu. Onyx, ein sehr cooles Pokémon, wobei ich Stalos cooler finde, ne? Stalos war Stalos, Stalos, ne? Was da los? Stalos ist ein sehr cooles Pokémon, das bekommt man, wenn man, also es gab es erst in der zweiten Generation in Gold und Silber, wenn man Onyx mit Metall, mit irgendeinem Item über Systemlink schickt, tauscht, dann entwickelt sich der weiter. Weiß ich noch. Item, Trank, Glumanda. Okay. Das war unfair. Chancenlos, würde ich mal sagen. Eieiei. Okay. Das müssten wir eigentlich schaffen. Ja, super. Ja, perfekt. Okay. Das war's, Leute. Onyx wurde besiegt. Glumanda hat 324 Erfahrungspunkte. Richard besiegt Rocco. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen deiner Ehrerbietung. Richard erhält den Felsorden. Leute, der Felsorden ist unserer. Moment, das dauert jetzt mal ganz kurz was. Ich hab's natürlich top vorbereitet. Moment. Natürlich nicht. Moment. So. So. So, Moment. Top vorbereitet, wie ihr schon seht. Das sollte nicht passieren. Mal gucken, was funktioniert, Leute. Ihr seht den Orden. Ihr seht hier den Orden. Seht ihr den? Ich hoffe, es funktioniert alles. Dann haben wir jetzt den ersten Orden. Uah. Zack. Da ist er, der erste Orden. Der Felsorden, den wir von Rocco bekommen haben. Das hat jetzt super flüssig funktioniert. Genauso war es geplant natürlich. Nein. Ihr seht das, wir haben den ersten Orden bekommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt hinbekommen mit dieser coolen Animation, dass dieser geile Orden jetzt darüber geflogen ist. Ja. Und ihr seht, es fehlen noch viele weitere Orden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Personen, die den Orden tragen, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Richard gewinnt 1386 Pokédollar. Warte, nimm das hier mit. Richard erhält TM34. Mal ganz kurz, es gibt TM und VM. Das sind jeweils Attacken. Die TMs kann man nur einmal beibringen und die VMs kann man mehrfach beibringen. Ein TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann einen TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jedes Pokémon aus, dem du dein TM geben möchtest. TM34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerische Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein.
Gehe in die Pokémon-Arena von Azuria City und teste dort dein Können. Azuria City hört sich nach Wasser an und das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Ja. Hallöchen, bitte einmal heilen. Die Frage ist nur, inwieweit wir jetzt wirklich dann jetzt anfangen sollten, das zweite Pokémon zu trainieren. Ich nehme gern Pikachu, aber Pikachu soll sich nach Möglichkeit nicht weiterentwickeln und dafür bräuchten wir einen Ewigkeitsstein und den habe ich leider noch nicht. Okay. So. Okay, wir gehen noch einmal ganz schnell zum Pokémon-Markt. Da waren wir noch nicht. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Poké-Dollar gekostet. Nehme ich. Kaufen, und zwar Pokéball tatsächlich. Wie teuer. Eieiei. Na gut. Okay, wir können mal ganz kurz auf die Karte gucken. So, Item, Karte. Hier oben sind wir schon, okay. Das heißt, Azuria City wird dann wahrscheinlich... Mondberg, Azuria City. Also ist quasi einmal die ganze Querstraße entlang. Es gibt kein Entkommen. Okay, was starrst du mich so an? Sehr nett. Was starrst du mich so an? Direkt zur Begrüßung, das ist ja super. Göre möchte kämpfen. Toll. Göre setzt Taubsi ein. Los, Glumanda. Wir können gleich nochmal einen Trick anwenden, den ich eigentlich ganz gerne mache. Ah, nicht Sandwirbel. Zack. Taubsi erledigt. Und Level 16, super. So. Probieren wir mal Kratzer, wobei das... ich hasse Sandwirbel. Sandwirbel ist so furchtbar. Okay, das ist auszuhalten. Ah, ist das übel. Komm schon. Yay. Du bist gefährlich. Hey, Gnoman entwickelt sich. Geil. Yay. Glumanda wurde zu Glutexo. Geil, oder? Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Der will die Rache, die kann er kriegen. Käfersammler möchte kämpfen. Raupi. Ja, Glutexo sieht von hinten ein bisschen komisch aus, ich weiß. Überlebt er das, Pikachu? Überlebst du das? Perfekt. Tauschen. Glutexo. Hätte eigentlich Pikachu in der Liste als erstes machen müssen. Dann wäre der Plan besser gewesen.
Und ihr habt gesehen, Pikachu hat ebenfalls 55 Erfahrungspunkte erhalten. Ich denke mal, das ist die beste Idee, wenn wir es einfach so machen und dann dual Pikachu im Hintergrund mit hochziehen, um dann einen Wasser-Pokémon-Killer zu haben. Okay. Auch ein Raupi ist kein Problem. Du hast mich wieder besiegt. Neben den Pokémon hier im Wald gibt es noch Unmengen anderer Pokémon zu entdecken. Der ist doch gar nicht mehr im Wald. Na gut. Wir gehen mal kurz zurück, noch einmal schnell heilen. Wir können schon mal die Reihenfolge wechseln. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Wenn wir parallel schön Pikachu hochziehen und nicht nur ein starkes Pokémon haben, das mag ich nicht. Dann fühle ich mich ein bisschen zu unsicher. Okay, sehr schön. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Dann hau mal rein. Perfekt. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Nicht lieber als das. So, ihr müsst übrigens sagen, wenn ich irgendwo ein wichtiges Item vergessen habe oder irgendein Easter Egg oder irgendwas in der Richtung, sagt mir das ruhig. Oh. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Mann, das kenne ich. Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Radfratz ein. Los, Pikachu. Wir wechseln das Pokémon, wie gesagt, auf Glutexo. Auch hier müsste Glut eigentlich Wunder bewirken, oder? Ah, fast. Oh, Rucksackhieb ist übel. So. Juhu. Rettan? Ist das nicht? Ah, die Schlange, okay. Das ist doch die Vorentwicklung von... Torrock, Torbock, wie heißt die Schlange nochmal? Ach, ich weiß es nicht. Schade, wie kann mir das nicht einfallen? Total geil, die Musik, ne? Level 17. Wäre ich doch heute nur daheim geblieben, dann wären keine Brennnesseln hier und ich hätte nicht verloren. Du kannst Pokémon via PC in Boxen ablegen. Jede Box fasst 20 Pokémon. Ich finde es halt wirklich krass, dass diese erste Generation schon so viele Pokémon hatte. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen! Na, ich finde die erste Generation von den Pokémon her fast am schönsten. Es sind so viele coole dabei. Von Ratfratz über Glumanda, Shigi, alle cool. Von Leo. Los, Pikachu! Bringt nicht viel, aber so ein paar Level immerhin, ne? Nein. Okay. Perfekt. Kokuna, okay, da müsste auch Glut eigentlich Wunder bewirken. Also gegen die ganzen Käfer-Pokémon haben wir wirklich als Feuer-Pokémon extreme Vorteile. Umso schlimmer wird es dann, wie gesagt, mit Wasser-Pokémon, weil die natürlich uns gegenüber extreme Vorteile haben. Die Attacke ist sehr effektiv. Robby wurde besiegt. Und noch Safcon, okay. Ich denke mal, auch das müssen wir gut hinbekommen. Safcon, übrigens die Weiterentwicklung von Raupi. Ne? Safcon, also Raupi wird zu Safcon und Hornlio wird zu Kokuna. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. 90 Poké-Dollar.
Einfach so geil. Die ganze Musik von früher ist einfach super. Warum siehst du mich so fasziniert an? Kann ich dir nicht sagen, meine liebe Göre. Die Göre möchte kämpfen und sie setzt Radfratz ein. Los, Pikachu! Ich wusste gar nicht, dass Pokémon Gelb gegenüber den anderen Editionen so viele Neuerungen hatte damals. Das ist richtig krass. Schlimmer ist das natürlich noch mit Pokémon Gold, Silber und Kristall, was ich da jetzt herausgelesen habe, dass man da tatsächlich dann zum ersten Mal einen weiblichen Charakter nehmen konnte und sowas. Schon krass. Und das ist quasi diese dritte Generation Silber, Gold ist das überhaupt, wenn man so möchte. Und dann ist ja, steht ja Kristall so ein bisschen daneben. Und die habe ich mir jetzt auch vorbestellt für den 3DS. Die spielen auf jeden Fall auch. Also ich habe mir schon überlegt, wir werden wahrscheinlich in drei Durchgängen einfach alles spielen. Wir spielen Blau, Rot, Gelb, Silber, Gold und so weiter und so fort. Halt dann vielleicht jedes Jahr einmal durch oder sowas, die ganzen Generationen. So ein Stück wäre das ein bisschen zu viel. Vermeide Kämpfe, indem du anderen Trainern aus dem Weg gehst. Nö. Hier, so sieht das aus. Reputationskurs. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Was ein Arsch! Wegen dem hat oben der andere die Shorts an, wie übel! Das ist ja richtig assi, oder? Dann gehen wir am besten hier nochmal zurück zum Pokécenter, sicher, sicher. Wenn wir hier jetzt einmal Glutexe verlieren, haben wir ein großes Problem. Und tschüss, Habitak. Habitak wurde besiegt, Pikachu hält 87 Erfahrungspunkte. Glutexo erreicht Level 18, super. Nein, verloren! Man sollte nicht alles machen, was der große Bruder verlangt. Wie krass ist das denn? Das habe ich wahrscheinlich früher nie registriert, was damit gemeint ist. Wie übel. Aber so sind große Brüder nun mal. Ja, ja, ich habe auch einen großen Bruder. So, einmal runter, einmal Richtung Pokécenter. Und einmal bitte. Wir heilen eine Pokémon und machen sie wieder fit. Tatsächlich habe ich noch ein weiteres T-Shirt bekommen. Nicht nur das hier, sondern zwei. War, weil eine gewisse große Videospiel Handlung, wie auch immer, das tolle Angebot hatte. Zwei dieser T-Shirts für 20 Euro. Sehr cool. Das andere T-Shirt finde ich sogar ein Stückchen cooler als das hier. Und es gibt doch nichts Geileres als ein Glurak-T-Shirt, oder? Aber das andere schießt wirklich den Vogel ab. Ich zeige es euch irgendwann mal, wenn wir dann das passende Spiel spielen. Richtig geil. Wirklich geil. Wirklich richtig Hammer. Das ist richtig, richtig cool. Bereue ich auf gar keinen Fall die Entscheidung. Also mit den T-Shirts, 10 Euro für so ein T-Shirt finde ich ist vollkommen in Ordnung. So, dich hatten wir, die Göre hatten wir auch. Du willst noch. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen und du bist genau der Richtige dafür. Mal schauen, was er hat. Der Versammler möchte kämpfen. Und er setzt Raupi ein. Toll. Macht das nicht auch viel Schaden? Okay. Macht es definitiv nicht. So, dann einmal bitte Glut. Da müsste eigentlich Raupi auch schon, ja, Geschichte sein. Also es ist halt schon krass, was man für wahnsinnige Vorteile wegen dem Element hat. Und Safcon. Safcon ist der gleiche Spiel, nur eben mit anderem Aussehen im Nachhinein. Und tschüss. Zack. Jupp, wie viel bekommen wir? Du hast meine Pokémon besiegt. 110. Die Pokémon eines Trainers sind stärker als Wildlebende. Dort hoffe ich doch. Huch, soll das etwa Annäherungsversuche sein?
Na, wisst ihr Bescheid? Göre möchte kämpfen. Pummeluff, Pummeluff ist ja in dem Anime damals das Pokémon gewesen, das immer mit einem Stift rumgelaufen ist, oder? Und alle angemalt hat. Total süß und geil. Jeder liebt Pummeluff, oder? Blut wird blockiert, da kriegst du den Kratzer ab. Chance vertan, würde ich sagen, oder? Na gut. Einmal Fund noch gesetzt. Trotzdem besiegt. Perfekt. Pummeluff wurde besiegt. 114. Pikachu reicht Level 8. Super. Bleib mir fern. Die Route 4 liegt am Fuße des Mondberges. Okay, haben wir hier irgendwelche tollen Pokémon? Ihr wisst ja, ne, wir nehmen Pokémon mit, wenn wir sie finden. Ein Taubsi. Naja. Los, Pikachu! War nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich finde trotzdem den Sprung von Pokémon Rot, Blau und so weiter und so fort auf Gold und Silber echt krass, ne? Auch der Sprung von Game Boy auf Game Boy Color war ja echt krass von den Farben her und so, was die Darstellung, die Möglichkeiten auch von den Spielen her. Ist schon heftig. Das scheint der perfekte Pikachu-Wiese zu sein, oder? Ich bin mir unsicher, ob wir nicht vielleicht Pummeluff bekommen oder sowas. Perfekt. Und Pikachu erreicht Level 9. Donnerwelle, super. Nicht Donauwelle, Donnerwelle, ne? Übrigens fahre ich morgen um 9 Uhr schon, also schon sehr früh. Oh, Entschuldigung. Also wir fahren am Dienstag, dem zweiten Weihnachtstag und sind dann quasi Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag weg und kommen Freitag erst wieder. Das sind quasi zwei Tage Aufenthalt, zwei Tage Fahrtzeit sozusagen. Ich werde auf jeden Fall am Freitag wieder aufnehmen. Das heißt also im Nachhinein habe ich jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Drei Tage, an denen ich jetzt mit Pokémon aussetze. Ich hatte jetzt zuvor schon... Was passiert da eigentlich? Paralysieren, das ist ja geil. Jetzt war es so, dass wir am 23. gefahren sind. Das heißt, ich habe am 22. Pokémon aufgenommen. Am 23. nicht, am 24. nicht und dann am 25. wieder. Jetzt mache ich es am quasi einen Tag mehr Pause, ne? Stört euch nicht. Für euch erscheint das wahrscheinlich drei- oder zweitägig, muss ich mal gucken. Weil jetzt über die Feiertage. Ich hab's gesagt. Jetzt über die Feiertage ist es ein bisschen schwierig mit dem, weil ich so viel unterwegs bin, da dann. Richtig vorzuproduzieren. Pokéball. Komm schon. Muss es haben. Es muss einfach sein. Geht ja gar nichts. Voll. Habe ich irgendwas? 2-2? Nee. Komm schon. Ja, Mann, das ist mein Spiel, ey. Pummeluff, Ballon. Wenn seine Augen aufleuchten, dann singt dieses Pokémon ein Lied, das seinen Gegner einschläfert. Geil. Okay, dann einmal ganz kurz Pokémon. Du tausch, weil du eh schläfst, mit Glutexo. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Okay, kein Kampf. Na gut. Und ein Taubsi. Das ist ja auch kein Problem.
So, Glut. Du förderst die Glut in mir. Volltreffer. Taubsi wurde besiegt. 55 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Route 3 zum Mondberg. Hier was Besonderes. Guck mal, noch einmal Performer. Für den Notfall. Ein Habitak. Okay, haben wir ja schon. Aber ist schon krass. Also so an den Mondberg kann ich mich jetzt auch nicht wirklich erinnern. Ich weiß, dass wir nachher noch in einen dunklen Berg, in eine dunkle Gegend kommen.